Yo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Mad Max. Wir machen weiter und zwar mit einer weiteren Ödland-Mission. Doch erstmal gehen wir hier hin, denn wir wissen ja, wir können weiter upgraden. Also die Reifen hier, 1400, schon ganz schön teuer die Dinger. Aber wir holen sie uns. Wir sehen ein wenig besser aus. Ich bin mal gespannt, wie die letzten Reifen aussehen. Und schon wieder kein Schrott. Die Preise hier, der Wahnsinn. Also, ich will hier hin, aber ich würde sagen, das hier liegt auf dem Weg. Das holen wir uns noch ganz schnell. Und wir sollten die Festung noch mitnehmen. Besser wäre es, damit wir mehr Schrott bekommen. Los geht's, Chum. Maddie Max. Und der Chumster räumen wieder auf. Ich weiß. Okay, hier drüben. Alles klar. Und kriegen wir das hier? Nee. Denn ich wette, die Nummer hier, die müssen wir mit der Rampe machen. Oder wir fahren hier drüben hoch. Warte mal, hier kann man hochfahren. Scheiß auf die. Mittlerweile bin ich ultimativ. So. Alles klar, sehr gut. Und hier drüben die Basis, die holen wir uns. Ja, wir drücken es ganz gut runter gerade. Also wie gesagt, direkt hier noch die Basis mitnehmen. Wenn man schon hier in der Nähe ist, wieso nicht? Normalerweise müssten wir die doch zerrammen. Naja, die zerrammen sich von alleine. Kommst du mit? Kommst du mit? Bam! Wunderschön. Jedes Mal wunderschön, wenn hier Autos explodieren. Moment. Stay put. Moment. Ich habe eine Idee. Also einmal hier. That looks a little rough. Und einmal hier drüben. Problem gelöst. Ich glaube, wir können rein, oder? Gut. Rammen wir das Tor. Zack. An die Leine genommen. Den Bastard hier drüben. Na, will noch jemand? Mann, ich liebe es. Ich liebe es, dass wir so OP sind. Wir spazieren rein, töten alles. Niemand, wirklich niemand kann uns stoppen. Schreihals down. Alles klar, hauen wir uns. Ich habe eine Idee. Warte. So. Wunderschöne Explosion. Wenn die Brocken fliegen, dann bin ich glücklich. Da freut sich der gute Maddie. Morden für eine bessere Welt. Alter. Immer in der Animation. Na, fick dich doch. Daneben so, Alter. Schrott, Schrott, Schrott. Ich brauche meinen Schrott. Immer schön her damit. Okay, wie komme ich hier durch? Da drüben ist ein Freak. Aber wie stelle ich dich hier ab? Kann ich hier ran? Ich verbrenne nicht, wenn ich hier rangehe. Vorsicht, Vorsicht. Und? Alles gut, alles gut. Der Bart ist ein bisschen angesenkt, aber sonst geht's mir hervorragend. Erstmal schön hier die Maden schnabulieren. Aus der Leiche raus. So mag ich sie eben am liebsten. Frisch, blutig, gut gewürzt durch Leichenbakterien. Schmackofatzko. 7 Schrott. Und ich brauche diesen Schrott für meine Upgrades.
Je mehr Schrott, umso besser bin ich dran. Stiefeln wir die Tür. Na und schon habe ich wieder 700. Geht fix. Weil wir so viele Basen hier haben. Okay, Moment, Moment, Moment. Wir gehen hier hin. Und ich habe wieder Besuch. Wow, 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 wow. Der Bastard hat ein Schild. Vorsicht. Erstmal der hier. Ah, keine Sorge, da geht noch was. Und dann der hier. Sammelt euch. Alter Verwalter. Boah, wie scheiße geil ist das denn? Schaut euch diesen Typen an. Wow, 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 wow. Schön. Schön. Guter Mann, sehr guter Mann, Maddie. Don't fuck with Maddie. Yes, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Alter, wir werden immer brutaler, finde ich. Boah, heute in Topform. Sehr schön. Alles erledigt, was man nur erledigen kann. Okay, wenn ich schon hier bin, ein bisschen Trinky Trinky. Denn wir haben kein Dinky D. Also muss Trinky D ran. Und hier kann ich nochmal mitnehmen. Ja, ich muss wieder zu meinem Drogendealer. Wir können schon wieder Upgrades holen. 100%. Wir bekommen jetzt immer doppelt so viel Wasser. Aber leider, leider das Problem hier bei dieser Rechnung. Anscheinend leveln wir wirklich nur, dass wir mehr Heilung durch Nahrung bekommen. Das Wasser hat immer noch denselben Effekt. Und das finde ich ein bisschen ungünstig. Denn wir selber können ja nicht mehr tragen. Nur weil wir mehr aus einem Brunnen gewinnen. Zumal ich keine Ahnung habe, wie wir das anstellen. Dass wir mehr Wasser aus einem Behälter gewinnen, wo eben nur ein Liter oder was weiß ich da eben drin ist, drin sein kann. Ich meine, wie willst du Wasser duplizieren? Wie soll das gehen? Ich meine, ich habe zwar einen schicken Bart und wandere über das trockene Meer, aber trotzdem bin ich ja hier nicht Jesus, oder? Also wie macht der gute Maddie das? Wie kann er Wasser duplizieren? So, hier gibt es nur zwei von denen. Würde ich gerne mal wissen. Warte mal, hier drüben war eine Leiter, oder? Auf der Seite. Ich dachte, die wäre hier. Gut. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Okay, ich spare Munition. Man weiß ja nie, vielleicht kommen hier noch ganz viele Gegner, die mir hart auf die Fresse geben wollen. Deswegen, schwupps. Bietet sich an. Und das reicht sogar. Eins fehlt noch. Warte. Gehören die dazu? Nee, die gehören nicht dazu. Trotzdem. Einfach nur, weil wir es können. So. Wer brüllt hier mal so? Das würde ich ganz gerne wissen. Wer ist hier mal so derbe am Abrollen? Okay, hier oben, hier oben, hier oben, hier oben geht's weiter. Aber hier drüben ging's auch noch weiter, oder? Naja, erstmal hier hin. Hier geht's rum. Hier gibt's ein bisschen Schrott. Was haben wir hier noch zu erledigen? Was ist denn das hier? Ach, eine Todesfahrt. Da will ich als nächstes hin. Denn ich glaube, ich habe schon wieder 5 oder 6 Punkte. Die können wir ruhig ausgeben. Munition. Oh yes, oh yes. Oh yes, schon habe ich wieder über 800 Schrott. Schrott 100%, das hier 100%. Jetzt fehlt nur noch das letzte Teil hier.
dass wir sprengen müssen. Wo bist du? Ah, guck mal hier. Schön. Luxuries. Ja, Taubenfleisch oder Hund. Oh, das ist Luxus. Das ist wirklich Luxus. Und schon erkennt man, was für einen wertvollen Schatz wir haben mit unserem guten Freund Dreibein Dinky D. Hey, das Ding muss irgendwo über mir sein oder direkt unter mir. Moment, nochmal hier hin. Gibt es hier drüben irgendwas in der Ecke? Habe ich irgendwas übersehen? Die Dinger kann man so schnell übersehen. Hm, hier oben ist nix. Oder es war ganz am Anfang. Wir haben eins hier gefunden, wir haben eins hinten gefunden. Am Anfang könnte passen. Ah, hier drin. Alles klar. Das geht so irgendwie nicht. Na, mal sehen. Hoffen wir mal, es funktioniert, ne? Schönes Ding. Direkt hier die 100%. Ich glaube, ich hatte alles. Das Krähennest. War ziemlich easy. Sind wir doch deutlich schwieriger als gewohnt. Sauber aufgeräumt. Bedrohung verringert. Bald auch dieses Gebiet komplett von uns gesichert. Wir machen enorme Fortschritte. Und da sind schon meine Jungs. Wo war der Weg zurück? Die absolute Verwirrung. Ich bin hier hoch, ich gehe hier rum. What? War hier drüben noch eine Seilrutsche? Das wäre cool. Wo ist der Weg zurück? Hier geht's wieder hoch. Hä, wie bin ich denn hier? Bitteschön. Ich habe doch irgendeine Tür aufgebrochen. Ah, hier drüben geht's rein. Vertiefung. Da ist die Tür. Und... yes, baby! Bin so gut wie weg hier. Scheiß auf den Laden. Jump! Es gibt eine Seilrutsche und zwar hier. Hm. Nun gut, wir gehen zu meinem Drogendealer. Griffa! Ich nehme eine Abkürzung. Ist eine offizielle. Butterweich gelandet. Habt ihr es gesehen? Butterweich. Der goldene Fahrer, so nannte man ihn. Bester Fahrer aller Zeiten. Tja, von mir könnt ihr da draußen noch ein bisschen was lernen. Macht es im echten Leben nach. Ich verspreche euch, es wird genauso enden. Nehmt den Kombi eurer Eltern und probiert es einfach aus. Ach, wieder hier. Hier waren wir schon so oft. Der alte Drogendealerplatz. Der gute alte Umschlagsplatz von Griffa. Was nehmen wir heute? Ecstasy, Acid, ein bisschen Meth. Oder irgendwas Naturales. Der Weg ist weit. Aber schon hören wir dieses merkwürdige Vibrieren. Die Stimmung verändert sich. Die Wüste wird noch wüstiger. Und da wären wir. Rede, mein Freund. Shifter of sands, spiller of lifeblood, you stand ready to be transformed. Let us begin. Gut, 3 Punkte. Ich dachte, wir hätten mehr. Nur noch 3 Punkte. Naja, dann 1 hier in Benzin und 2 hier drüben rein. Ich dachte wirklich, wir hätten mehr.
Trotzdem. Oh, 3 Tickets. Die klatschen trotzdem gut. Boah, hier runterspringen ist keine gute Idee. Okay. Schrott, Schrott. Das hier müsste weg. Ich bin hier. Hier will ich auch noch hin. Was kann man hier noch so alles erleben? Ah, nicht mehr wirklich viel. Die Minenfelder. Ich hasse die Minenfelder. Ist so beschissen mit den Dingern. Weil der Buggy ist einfach nur lame. Wer will schon so einen dämlichen Buggy fahren, wenn er so eine geile Karre hat wie ich? Da will man einfach keinen Buggy fahren. Könnt ihr mir glauben? Der Buggy, der lässt sich gar nicht steuern. Also wirklich. Das Ding ist eine Katastrophe. Also das hätte man wirklich anders lösen können. Ich meine, da hinten ist doch noch genügend Platz, oder? Ich meine, da passt doch der Köter irgendwie noch mit drauf. Chum ist ein kleiner Mann. Durch den Buckel kann er sich sehr gut zusammenrollen. Da hätte der Hund irgendwie sich auch noch seinen Platz suchen können. Man muss ihn ja nicht die ganze Zeit dabei haben, aber so für die Minenfelder. Dann hätte man wenigstens hier sein gutes Fahrzeug. Guck, der passt da noch rein, klar. Den drückst du da noch irgendwie rein, das geht schon. Naja. Jetzt gehen wir mal zu der Nebenmission hin. Ich weiß gar nicht, was wir da machen müssen. Wahrscheinlich irgendjemanden töten, irgendwas bergen oder irgendwo hinfahren. Oh, wow, 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 wow. Was bringen eigentlich die hier? Was bringen die? Was bringt es mir hier drüben ein bisschen Wasser zu geben? Hey! Party Peoples! Bleibt mal stehen! Alte! Stehen bleiben, stehen bleiben! Wow, 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 ich hab Tränken! It's full. Na los! I'm too weak to kill its treasures, but not you. Okay, habe ich jetzt irgendeinen Hinweis bekommen? Geben die Hinweise. Und? Ah, ja, ich weiß nicht. Und warum habe ich jetzt geschossen? Ich weiß nicht. Das habe ich eben gerade überfahren. Das war irgendwie groß. Hat ganz schön Blut rausgespritzt. Das letzte Reh. Das legendäre Ödland-Reh. Ich habe es überfahren. Och nee. Scheiße. Ich hasse die Stürme. There's probably another way inside. Es wird laut, Freunde. Es wird laut. This must be it. Chum, halte durch. Au. Shit, ich brauche die Karre. Oh, verflucht. Durchhalten, Cham. Einfach durchhalten. Das gibt es nicht. Boah, was für ein mieser Sturm. Alter, ich will doch nur da rein. Oh, Gott sei Dank. Ja, ja, mach du das. Oh, hier noch so eine Latte ins Gesicht bekommen. Repariert du das Fahrzeug und ich. The woman wasn't mine. Ich mach den geilen Shit. Naja. Maybe there's some cans around.
Was zur Hölle war denn das? Okay, hier muss ich auf jeden Fall raus, aber ich kann bei dem Sturm... Ah, ich weiß nicht. Bei dem Sturm rausgehen ist purer Wahnsinn. Und was ist das hier für eine kranke Scheiße? Ein Massengrab? Sieht aber eher friedlich aus. Die Menschen hier haben sich hingelegt zum Sterben. Naja, Schrott werden sie nicht mehr brauchen. Den kann ich mir nehmen, solange. So, ich pass drauf auf. Könnt mir vertrauen, Freunde. Euer Schrott ist bei mir in guten Händen. Oh, hier drüben ist irgendwas zu essen. Na, was kann das wohl sein? Bambi. Bis hierhin hergeweht. Tanken! That's enough. Okay. Was haben wir hier? Einen Thron? Was ist mit dem Sturm? Still in one piece. Better get into a stronghold. Ja, sieht eigentlich ganz schick aus. Moment, hier drüben. Das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Allgemein, wir müssen den ganzen Schrott hier einsammeln. Das machen wir schnell. Denn wir alle wissen ja... Die Dinger lohnen sich. Besonders mit dem Bonus nochmal hier. 100 plus 50 obendrauf. 150 pro Kiste. 450 Schrott. Das lohnt sich. Mir gefällt die Lackierung. Ho, 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 ho. Wo sind die Kisten? Zwei Stück hier vorne. Oh, sag bloß hier unten. Easy, easy, easy. Dem Auto geht's gut. Gehört alles zu meinem Plan. Können wir es eigentlich reparieren mit dieser kostenpflichtigen Reparierfunktion, die ich eigentlich ungern nutzen möchte, weil ich habe einen Chum. Wieso soll ich dafür Geld ausgeben? Und hier wieder ein Level. Straßenkrieger Stufe 7. Es gibt noch einen Rang, den wir holen können. Wir können auch nicht mehr wirklich viel leveln. Die letzten drei Punkte, dann ist Schluss, ne? Also der letzte Rang, den kann man nicht mehr hochleveln, wie es scheint. So. Dann gib mal hier den guten Nougat. Schönes Ding. 2000 Schrott hier wieder. Okay, wir müssen hier hin. Schnellreise ist nicht drin. Ist mies, ich weiß, aber geht eben nicht. Alright. Dann dampfen wir mal los. Was hättet ihr lieber? Ein richtig geiles Bike, ja? Für das Ödland. Ein Auto. Oder so ein SUV-Verschnitt. Geländewagen. Geländewagen hat den Vorteil. Gut, fürs Gelände hält viel aus, ne? Boah, 500 Schrott. Bike hat den Vorteil. Kommst durch jede Spalte. Bist flott. Kannst andere Fahrrouten nehmen als Autos und Geländefahrzeug.
Und Auto ist halt so ein bisschen der Allrounder. Obwohl, muss sagen, ich würde Spike nehmen. So ein gutes Crossbike. Denke ich, bist du hier ganz gut bedient, wenn du ein guter Fahrer bist. Shit. Oh, ich habe sogar einen miserablen Boost. Trotzdem machen die mich hier gerade kalt. Rammen kannst du vergessen. Alles klar, der andere verpisst sich. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir sind beinahe hier. Kleines bisschen noch. Ganz kleines bisschen noch. Ganz locker hier rum. Smooth. Und drin. Mission abgeschlossen. Geister der Vergangenheit. Ja, können wir jetzt jederzeit fahren, das Ding. Aber sonst leider nichts Neues. Oder hier, Werkstatt, irgendwas Neues, Cooles. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Schade, schade, schade. Hier irgendwas drin? Nee. Nun gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten spannenden Folge. Maddie, Max. Lasst mir eine maddige, maxige Bewertung da. Würde mich extrem freuen. Schreibt gerne was in die Kommentare rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie immer, danke fürs Zusehen. Und tschüss.